Willkommen zurück zu einer fantastischen Folge Horizon Forbidden West und wir spielen die sterbenden Lande. Folgen einmal der Zoe und retten hoffentlich gleich das Dorf. Jawohl, hier wird gekämpft. Ich nehme mal ein paar Steine mit gegen die Maschinen. Ja, dass ich die gegen die Maschinen schmeißen kann. Und was machen wir denn? Vielleicht ein bisschen Eis? Wir müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen Rheinflank. Wir müssen weiter. Ja, warte. Ich will den nur einmal kurz eisen. Ah, das ist so blöd gemacht. Ich sehe das da nicht richtig. Yay, getroffen. Überall sind Maschinen. So. Ich mach die ganz kurz Platz. Ja, nur ganz kurz. Weil die haben guten Loot. Seht ihr, was der gebracht hat allein schon? Heilige Nelle. Aber ja, ich weiß, wir müssen weiter. So, komm. Was geht da hinten? Können wir da auch kurz Platz machen? Komm. Bam. Bam. Was kostet denn hier so viel Leben? Heilige Nelle. Alter, Vater. Der Frosty hier. Frosty, der eisige Schneemann hier. Hier ist doch auch noch Loot. Nice, ein Zünder. So, weiter geht's. Wir müssen doch weiter hier. Ja, wir müssen doch weiter. Schön Eis. Können wir ein paar Sprengpfeile oder irgendwie sowas? Giftpfeile. Komm. Schön Giftpfeile. Ja. Schön Säure. Geht doch einiges hier. Komm raus jetzt hier. Lass mich dich platt machen. Ja, wunderbar. Immer her damit. So, weiter geht's. Sorry, aber ich muss das einfach alles mitnehmen. Ha, klar. Easy, Tiger. Schön Steine mitnehmen, auch immer ganz wichtig. Hier haben wir noch ein bisschen Leben. Ah, wir können nicht schnell speichern. Okay, weiter geht's. Loot. Können wir... Oh, wir haben keine Sprengfallen. Wir müssen mal... Nein, wir haben nicht genügend Rohstoffe. Können wir Säurefallen herstellen? Ja, können wir. Und zwar einige. Zwei Stück. Die sind nämlich brutal gut. Mehr Maschinen. Ja, easy. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. Das ist mein Ziel. Hier steckt mehr als Minerva und ein vermisster Landgott. Voll daneben. So. Freeze. Ja, das Eis tut uns halt auch weh, ne? So, kritischer Schlag. Looten. Ja. Weiter geht's. Es macht schon richtig Spaß. Oh, nice. Slide.
Nein, ich kann den nicht looten. Oh, wie ärgerlich. Komm, wir helfen dem mal ganz kurz. Wie Tim Bensko. Ich bin doch keine Maschine. Ja, ja, ja. Immer rein da. Ich kann noch. Ja, 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 ja. Ich kann auch noch. Noch geht's. Aber ich sterb gleich. Gleich geht's nicht mehr. Meine, warum auf mich? Immer auf die kleinen Dicken mit den roten Haaren. Mensch, Meier. So. Legen wir hier mal eine Säurebombe hin. Und komm mal her, du. Komm mal her, du. Dann zeige ich dir, wo der Frosch die Locken hat. Feuer und Eis, Baby. Komm mal her. Komm her. Komm mal her hier. Penner. So. Ja. Und diese... Oh, nein, 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 nicht dadurch. Ah ja, für einen Stein und noch einen Stein. Aber diese Sprengfallen sind super Zucker. Die sind richtig gut. Du siehst aus wie eine Fremde. Otaru-Wache? Du siehst aus wie eine Fremde. Ah, aber hier kann ich looten. Nice. Oh, ich liebe Loot. Der Weg zu den Landgöttern. Er führt Let's go. Absperrung. Pfeile sind alle voll. Feuerpfeile machen wir auch noch voll. Okay. Mehr Maschinen. Nein, noch mehr. Wir folgen dir. Aber erst müssen wir looten. Dass sie nicht an den Haha, ausgewichen. Jetzt mit einem Schockangriff. Wie er es halt auf mich abgesehen hat, ne? Miese Ratte. Aber ich bin zu schnell für dich, mein Hübscher. Oh shit. Zwei. Habe ich mich geduckt? Habe ich mich doch. So. Komm her. Bam! Nice. So. Typischer Schlag. Geht. Geht nicht. Ah. Shit. Ah, ich muss. Ich hätte einfach weggehen sollen, ich Arschloch. Ah, verdammte Axt. Ah, ich hätte einfach weggehen sollen. Ah, es tut mir so leid. Ah, ist das ärgerlich. Naja, zum Glück muss ich nicht von ganz vorne anfangen. Okay, wir machen Schockfallen. Wir haben hier Eis. Und wir stellen nochmal eine Säurefalle her. Überall sind Maschinen. Shit, nicht genügend Rohstoffe. Okay. Oh, das ist eine Ziege. Ich will den Ziegenbock. Ja, gib mir den Ziegenbock. Der ist erstmal ganz wichtig. So, wir machen uns hier mal Raiffeisen Volksbankmäßig den Weg frei. Kritischer Schlag, Baby. Wie sie sich halt gegenseitig helfen, Mann. Oh,
Oh, voll reingesprungen. Hoppala. So, was geht hier so? Oh, weg, 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 weg. Wir wollen nicht schon wieder sterben. Ah ja, und jetzt sehe ich auch, wieso es nicht geht. Wir haben nicht genügend Heilpflanzen. Oh, cool. Kann ich looten. So, was nehmen wir? Ah ja, so ein Explosionspfeil. Ah, warte. Wollen wir nicht. Martha Farker. Komm her. Dich mache ich platt. Gerade beim Looten. Das darf nicht wahr sein. Ey, keine 5 Minuten krieg ich. Ah, Ruhe. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Komm her. Penner. Hier bin ich. Voll daneben geschossen. 3-mal. Boah, 4-mal. Jetzt reicht's aber. Ich schaffe das. So, Feuer. Boom. Kritischer Schlag. Trotzdem Berli. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, gib mir einen Gesundheitstrank. Look, look, look. Glück gehabt. Ah, Moment. Eskalationsstufe 3. Okay? Mich interessiert gar nichts mehr. So. Kritischer Schlag. Ich bin hier im God-Mode. Ich bin hier im God-Mode unterwegs. So. Kannst mir nämlich gar nichts mehr. Braucht das Wildschwein! Oh, du Fotzenbär. Oh mein Gott. Lass mich doch ganz kurz. Oh, oh fuck you. Ernsthaft? Ich bin doch versteckt, Mann. Ernsthaft, ich bin doch versteckt. Okay. Das war gerade äußerst frustrierend. Diesmal machen wir hier keinen Käse. Okay, wir stellen hier direkt ein paar Sachen her. Damit wir hier Heiltränke kriegen. Wir haben extrem viele Löschwasserfallen. Die werden wir direkt einsetzen. Und dann hoffen wir, dass wir das jetzt gewuppt kriegen. Denn alle guten Dinge sind drei. Wir können sie erledigen, so. Aloy. Wir Komm folgen her, hier. Martha Farker. Lass sie nicht nach reinkommen. Nehme die hier ins Visier. Schön versetzt setzen. Bisschen Eis. Ich nehme die. So. Schön Stolpertrete setzen. Okay, come on. Ja. Solange sie Getränk essen. Shit, voll rein. Wir müssen so. Weiter. Den ersten genatzt. Ich mach die Maschine platt. Kann ich davon jetzt welche herstellen? Immer noch nicht. Okay, dann setzen wir hier mal
so ein paar Stolperdrähte. Das war ein enges Höschen. Oh, ernsthaft? Ah, oh, das darf nicht wahr sein. Ich krieg das Kotzen. Wie? So, wie kann das wahr sein? Das kann doch nicht wahr sein. Wer kam aus dem Nichts? Das darf nicht wahr sein. Leute, Leute, Leute. So, Löschwasser fallen. Direkt rein da. Das darf nicht wahr sein. Darf es einfach nicht. Mehr Maschinen. Ja, ja, mehr Maschinen. Komm mal her. Wir folgen dir. Okay. So, das ist der erste Streich. Das ist der zweite Streich. Dritter Streich. Vierter Streich. Fünfter Streich. So, sechster Streich. Direkt wechseln auf diese Stolperdrähte hier. Ist ja schon der erste. Hier ist Munition. Wir müssen weiter. Halten die anderen durch. Oh, lass mich doch weg da. Also gut, neuer Plan. Okay, neuer Plan. So. Oh, Eidamo. Eidamo, das darf nicht wahr sein. Das Leben ist so anstrengend. Ich sag's euch. Okay. Bisschen Taktik wie Tic-Tac müssen wir kurz machen. Löschwasser ver... Ah, nein, das wollte ich nicht. Nee. Nein, 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 nein. Lange drauf bleiben. Herstellen. Natürlich. Ah, das ist eine Scheiße. Kann ich... Nee, kann ich auch nicht machen. Rauchbomben. Kann ich auch nicht herstellen. Auch nicht herstellen. Wir haben einiges an Säurefallen. Okay. Wir haben Säurefallen, wir haben Löschwasserfallen. Und die verteilen wir jetzt mal schön um uns herum. Und dann hoffen wir, dass wir das hinkriegen jetzt. Das darf ja nicht wahr sein. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das war die Schwachstelle. Viermal. Wir stellen um auf. Nicht den regionalen Eintopf, sondern auf noch. Oi. Noch eine Säurefalle hier, schnell. Und jetzt auf sie! Ja, ja, ruhig. Und dann, wo sind die Löschwasserfallen? Es darf doch nicht wahr sein, sagt mal, Leute. Das darf doch nicht wahr sein, sagt mal. Okay. Wir fangen an mit Säurefallen. So langsam müssten wir es ja hinkriegen, ne? So langsam müssten wir es hinkriegen. Mehr Maschinen. Ja, noch mehr Maschinen. Immer her damit. Wir folgen dir. So, folgen wir mal. Zack. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. So, ich brauche jetzt eine fortgeschrittene Säurefalle.
Dann brauche ich Löschfallen. Zack. Wir machen hier richtig schönes Minenfeld jetzt diesmal. So. Alles wird vermint. So, komm her. Hier lang, Aloy. So, Sprengpfeil für die Aufmerksamkeit. Wir müssen weiter. Halten die anderen durch. Heftige Explosion. Ich schaffe das. Halt endlich still. So, plündern muss immer mal sein. Super. Vielleicht springt er noch mal. Okay. Eins und zwei. Knappes Ding. Hier, nimm diese Munition. Die hier. Munition für dich. Shit. Gib mir einen Gesundheitstrank. Ah, oh, ich kann da nicht hin. Okay. Das haben wir auch alles verbraucht. Jetzt gibt ihm Wasser. Kritischer Schlag. Shit, keine Munition mehr. Oh, yo. Komm her, du. Meine Fresse, Freunde. Meine Fresse. Ich habe mal so ziemlich alles aufgebraucht, was ich aufbrauchen konnte. Puh. Gut. Aber wie immer wisst ihr, es zahlt sich doch wieder aus, wenn man dran bleibt. Einfach immer dranbleiben, immer weitermachen. Beim 10. Anlauf. Ach, halt dein Maul. Ernsthaft? Oh, ernsthaft? Hier wäre so eine geile Waffe gelesen. Oh, nicht wirklich, oder? Jetzt hätte ich ja fast direkt Bock, nochmal von vorne anzufangen. Und einfach nur nochmal das zu spielen. Ah, das ist ja ärgerlich jetzt. Was ist das denn jetzt hier? Ich will hier nicht ertrinken. Ach, ernsthaft? Komm. Darf doch nicht wahr sein. Habe ich hier alles mitgenommen? Habe ich mir den ganzen Loot auch wirklich jetzt verdient? Da war eine Waffe. Okay. Hier gibt es noch Loot. Her damit. Wir müssen das jetzt alles mitnehmen. Utaru-Leiche. Steine, ganz wichtig auch nochmal. Holz. Ja, her damit. Alles mitnehmen. Schön für Pfeile gegen die Maschinen. Das verstaue ich für später. So. Utaru-Leichen. Noch mehr Utaru-Leichen. Du wisst ja was. Einfach nur aus Jux und Dollerei, ich nehme die mit. So. So sieht es nämlich aus. Wenn jetzt dann nämlich gleich nochmal Viecher kommen, dann kriegen die richtig auf den Sack.
bin gleich bei euch. Geht doch ruhig schon mal vor. Ich habe hier noch ganz kurz was zu tragen. Und dann läuft er mir noch im Weg rum. Geh auf die Seite jetzt. Das ist schwer. So. Come on. Wir sind fast da. Ja, so, ich mache jetzt gleich richtig schön einen auf Rambo. Wir sollten auf alles gefasst sein. Ja, Baby, da oben. Den mache ich gleich richtig platt. Komm mal her hier. Es ist vorbei. Ernsthaft? Oh, bitte nicht wirklich. War das alles? Ist das wirklich alles? Weniger gastfreundlichen Verwandten. Wir sind deinesgleichen. Ah, wie ärgerlich. Also wir machen das jetzt auch hier mal ein bisschen schneller, weil wir so viel Zeit bei den anderen Sachen verloren haben. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern uns. Ah. Plünderer. Wunderbar. Müssen wir weiter. Der gibt nichts her. Doch. Siehst du. Wenigstens ein paar Scherben. So, da gibt es noch ein bisschen Loot. Schön Scherben. Oh, was gibt's hier noch? Lecker Kistchen. Geil. Gesundheitstrank. Oh, vertikale Schockfalle. Wenn sie jetzt zum Herstellen und Platzieren ist jetzt zum Herstellen und Platzieren verfügbar. Diese speziellen Fallen können sowohl gegen fliegende Ziele als auch Gegner am Boden Schaden zufügen. Nice. Ah, nice. Was ist das denn? Überspannend Trank. Vertikale Schockfalle. Gucken wir uns mal an. Was brauchen wir dafür? Metall, Zünder und Maschinen. Ach, wir haben ja. Wir haben ja richtig. Okay. Was können wir denn noch so Schönes herstellen? Ja, mal so ein Schnellreisepaket. Okay, alles klar. Nice. Probieren wir dann mal aus. Let's go. Ab in die Höhle. Mögen die Landwirte unser Eindringen vergeben. Naja. Die vergeben dir schon. Die Frage ist, wie kriege ich da oben die Pilze? Aber was gut. Ist das? Beim Eine nächsten Mal. Wand. Aus Licht. Hier Wir oben. Folgen dir, Aloy. Die nehme ich mit. Eine Wand aus Licht. Okay. Es ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Yeah. Da unten komme ich anscheinend nicht weiter. Oder doch? Ja, ich will hier noch so ein paar Pilze. Hopsasser. Voll dagegen gelaufen. Okay. Gut, wie komme ich da rein? Na toll, der Pfeil bringt nicht wirklich was. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Ha.
Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Naja, davon haben wir ja eine Million. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sal. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, noch gefährlicher. Dass dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Bin ja gerade schon 17 Mal gestorben, ey. Lass uns tot sehen, Will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. Geil, geil, geil. Wer hat das gebaut? Maschinen. Der Nikolaus. Wie du sie noch nie gesehen hast. Hier sind Maschinen. Ah, die kennen wir aber. Direkt hinter dir, Aloy. Entdeckt. Ich muss hier weg. Machen wir schön von hier oben. Erstmal analysieren. Holy shit. Mit hier. Sehr schön. Und diese Sprungfalle hat hervorragend funktioniert. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Hier, du Nerven. Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Gibt es da oben noch was? Sorry, ich muss zumindest mal ganz kurz nachgucken, ob es hier was noch zu holen gibt. Nö. Erstmal nicht. Hui, flieg! Diese Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will? Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Okay. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wenn man auf diese Platte tritt, wird etwas aktiviert. Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben meinen Weg frei. Vielleicht. Ah, okay. Das war ganz gut. Ah, die leuchten dann immer. Okay. Nein! Ah. Muppet, ey. Voll daneben geschossen. Du willst mich doch verarschen. Geht's dir so? Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt.
kein Ut. Das darf ja nicht wahr sein, dass ich das nicht getroffen habe. Aber ich musste, oder? So. So. Jetzt gut. Sollte ich da hochklettern können. Und Fahrt zu finden. Und weg ist sie. Und weg ist sie. So ist es. Bye bye. Bye bye, Unimoon. Allihopp. Einmal allihopp. Hier gibt es überall nichts zu looten. Wie kann das denn sein? Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Die Kiste sollte schwer genug sein. Hast du einen Weg rüber gefunden, Aloy? Die Kiste passt nicht durch die Öffnung. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Okay. Aber ich gehe lieber außen rum. Na gut. Dann machen wir das so. Wenn du das sagst. Okay, es wird doch. So, was mache ich jetzt? Ah, okay. Du musst es hier rauf, ne? Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Kann ich nicht schießen. Kann ich da hochklettern? Nee. Zahnräder der Säulen. Ah ja, hier. So langsam. Gute Chance, Aloy. So. Jetzt sollte ich rüberkommen. Okay. Und wie? Muss ich fliegen? Ah, okay. Ich kann auch seilen. Ich kann mich rüberseilen. Easy peasy. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Juhu! Nehmen wir doch die hier. Ich brauche sofort Munition. Ja, ruhig. Sofort, sagt sie auch noch. Nein. Ich war Ruine der alten Welt. Ist nichts. Zu langsam. Okay, jetzt kann ich rüber. Aber vorher hau ich mir noch ein paar Pilze rein. Es ist halt unglaublich geil gemacht. Ich fühle mich wie im Land der Maschinen von Matrix. Oh, brutal geil. Brutal geil einfach. Und die Grafik ist halt Porno. Feste Kabel sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Boah, fast runtergefallen. Heidenei. Sorry. Zum Glück konnte ich da schneller wieder hoch. Das ganze Metall ist so kalt wie die Kälte hier. Weit ab von der wärmenden Sonne. Bam. Hab ich eigentlich
Ja, da hatte ich R2 gedrückt. Geschafft. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Besser ist es. Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Okay, cool. Meine Güte, schaut euch das an. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Ja, wie nur. Erstmal looten. Auch noch was zu looten. Okay, mal sehen, was wir tun können. Geschafft. Bams! Reingesteckt. Kommt rüber, ihr zwei. Cool. Reinrüstung. An Einheit GM1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat ja alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Ja, wie nur. Versorgung von Einheit GM1 starten. Ich kann sie erreichen, wenn ich gleite. Durchsatz um 20% erhöhen. Dann klettern wir hier mal hoch. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundärpakete zum Materialbucht 5 und 12 transferieren. Da kann sie dran springen. Dann können wir hier durch die Wand durch. Das ist natürlich Zucker. Ich möchte aber da oben den Loot noch haben. Einheiten A59 bis B24 laden. Wie komme ich da hoch? Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Ich will da hoch. Kann ich mich da hochbacken? Anscheinend nicht. Nee, ich komme da nicht hoch. Ausstattung für Einheit GM1 erhöhen. Sau ärgerlich. Gamma Matrix 5 aktivieren. Was hat Hephaestus vor?
muss ich da auf so eine runterfallen? Ja, wer hat dir das gedacht? Ernsthaft? Ah, du Behinderte. Keine weiche Landung. Durchsatz um 20% erhöhen. Ah. Komm, hoch da jetzt. J1 Zeta einschalten. Wieso komme ich da nicht rüber? Sau ärgerlich. Sekundärpakete zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Warum? Nein! Warum? Warum lässt sie denn da jetzt genau los? Ach, ich krieg die Krise. Die dumme Nuts, die dumme. Prime-Rüstung an Einheit G-Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Da war Matrix. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Ja, ich würde ja gerne mein Ding machen, aber... Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich darüber komme. Ich muss eine Runde mit dem ganzen Ding drehen, tatsächlich. Dann komme ich nämlich auch da hoch. Wenn ich eine ganze Runde drehe, komme ich da hinten wieder raus und dann kann ich da hochspringen. Machen wir aber nicht. Was hat er Festes vor? Zusatzverteilung. Weit, über 1 Meter. Ich loslasse, Aloy. Jep, wer hätte das gedacht? Sekundärpakete. So. Okay. Zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Der Plattform da unten gleiten können. Ah ja. Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Nein, brich ab. Oh, zum Glück konnte ich noch die Richtung wechseln. Na, wenn du nicht genau davor stehen bleibst, ne? Mann, Mann, Mann. Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Noch mehr Kabel. Wir bedecken die Tür. Ich glaube, wir sind fast am Kern. Oh nein. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann Einklang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Bereit? Wir müssen da runter. Okay, meine Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für die Geduld, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne eine Bewertung, Kommentar, ein Like da. Ich würde mich riesig freuen. Und bis dann. Tschüss.